Spielt Intel bei Grafikkarten bald in der High-End-Liga mit? Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Und ich hoffe, dass ihr ein paar schöne Weihnachtsfeiertage verbracht habt. Wobei das natürlich auch gemein für viele war, denn die Feiertage fielen natürlich dieses Jahr ausgerechnet aufs Wochenende. Ja, mir persönlich passte das jetzt ziemlich gut, denn so kann ich auch in der Woche noch ein paar News-Videos für euch produzieren. Zwar so ein bisschen kürzer als sonst, da ich mich halt schon so ein klein wenig erholen will zwischen den Feiertagen. Aber ohne Videos, das geht mal gar nicht. Wenn man bedenkt, dass ich ja davon ausging, dass jetzt zwischen den Feiertagen in Sachen News toter Sockel ist, dann ist ja doch also einiges Interessantes an News zusammengekommen. So zum Beispiel diese. TSMC kennt ihr ja mittlerweile, oder? Das ist ja der größte Halbleiterproduzent des uns bekannten Universums und leider mitverantwortlich für die aktuelle Halbleiterkrise. Wobei das schon ein bisschen hart ist, denn TSMC kann einfach nicht genug Chips produzieren, was aber ja dann am Ende doch eher an der zu hohen Nachfrage liegt. Trotzdem werden natürlich neue Fabs gebaut und auch neue Fertigungstechniken sind natürlich schon in der Planung. Aber was TSMC jetzt vorhat, das sprengt einfach alles. Daher gibt es jetzt auch mal so eine News bei mir. Denn TSMCs N2-Fertigung ist schon voll im Plan und soll auch schon Ende 2024 an den Start gehen. Soweit, so gut. Aber es braucht natürlich noch mehr Fertigungskapazitäten. Und daher baut TSMC auch eine neue Fab in Taichung. Gut und schön, was ist da jetzt eigentlich Besonderes dran? Naja, wenn in Deutschland zum Beispiel was gebaut wird, kostet es auch mal so einige Milliarden Euro. Der BER-Flughafen zum Beispiel hat knapp 7 Milliarden Euro gekostet. Eine Stange Geld. TSMC hätte den BER aber wohl aus der Portokasse zahlen können. Die neue Fab, die 2027 fertig sein soll, kostet, sitzt jetzt auch alle? Sie kostet bis zu 36 Milliarden US-Dollar. Und ja, ganz grob sind Kurse von US-Dollar und Euro ja auch direkt vergleichbar. Also über 30 Milliarden Euro auf jeden Fall für eine neue Fab. Bis zu 10.000 Leute sollen dort übrigens arbeiten. Man muss jetzt aber natürlich auch dazu sagen, dass das Ganze bisher noch nicht unter Dach und Fach ist. Aber solche Zahlen hörte man jetzt nicht schon zum ersten Mal. Daher wird das Ganze am Ende wohl sicherlich auch so stimmen und auch passieren. Solche Beträge sind für einen Autonormalmonti kaum irgendwie vorstellbar und das nur für eine Halbleiter-Fab. Ich frage mich ernsthaft, wie das ganze Geld eigentlich wieder reinkommen soll. Und kurz möchte ich noch was zur Performance der lange vermissten Nvidia RTX 2060 12 GB sagen. Diese übrigens endlich auch teilweise lieferbar und mittlerweile gibt es sogar hier und da einige Tests davon. So zum Beispiel von den super netten Kollegen der PC Games Hardware, die die Karte mit 20 Spielen. Kennt ihr das irgendwoher? Wieder auf den Boden werfen. Oh. Ja, ich schleudere den Purchen zu Boden. So zum Beispiel von den netten Kollegen der PC Games Hardware, die die Karte mit 20 Spielen in 4 Auflösungen getestet haben. Diese Tests haben sich die Kollegen vom 3dcenter.org mal genauer angesehen und diese wunderbare Tabelle hier kreiert. Vielen Dank an dieser Stelle auf jeden Fall an PC Games Hardware und 3dcenter für die Mühe. Wie immer ist natürlich alles entsprechende unter dem Video verlinkt. Und hier wird dann doch deutlich, dass die RTX 2060 mit 12 GB ja dann doch einen durchaus beachtlichen Performance-Vorteil gegenüber der ganz normalen 2060 hat. In Full HD nur knapp über 5%, in WQHD 7 und in UHD steigt das Ganze sogar auf 13% an. Einige Spiele wie zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla mögen die 12 GB wohl ganz besonders gern und bieten sogar in Full HD 14% mehr Leistung bei den durchschnittlichen FPS. Trotzdem sind die Unterschiede zwischen Full HD und UHD doch erstaunlich hoch. Selbst 3dcenter schreibt, dass die Tabelle sicherlich noch nicht perfekt ist, aber immerhin einen ersten guten Eindruck von der entsprechenden Performance liefert. Und dies insgesamt überraschend gut. Auf jeden Fall gibt es deutlich mehr FPS, trotzdem sind 700 Euro für diese Karte natürlich klar zu viel. Aber in der Not greift man selbst dazu, ich tendiere trotzdem eher zu einer RTX 3060, ja, die da auch teils um die 700 Euro kostet. Da nehme ich lieber weniger Speicher, aber dafür auf jeden Fall einen Tacken mehr Performance mit. Und wenn man schon was mitnimmt, dann kann man ja eigentlich auch noch eben ein Windows 10 Pro oder ein Office noch mit einpacken. Zu teuer, denkt ihr? So ein Quatsch. Mein Dauersponsor VIP Siddiqui, der sagt nämlich was ganz anderes. Dort könnt ihr nicht nur reichlich Spiele-Keys wie vom neuesten Far Cry 6 zu günstigen Kursen erwerben, sondern natürlich auch Keys vieler bekannter Microsoft-Produkte. Und der ganz klare Topseller ist hier natürlich Windows 10 Pro. Der Preis ist unschlagbar, denn auch wenn die Black November-Rabatte als eigentlich schon ausgelaufen sind, bekommt ihr mit meinem Rabattcode SKMONTI10% immer noch 30% Rabatt auf den eh schon sehr günstigen Preis von 18,78 Euro. Denn normal bekämpft ihr nur 20%, was übrigens auch schon eine Menge ist. Und so kostet das Ganze nicht mal 40 Euro.
Und zu jedem Windows-PC gehört natürlich auch ein standardsgemäßes Microsoft Office-Paket dazu. Und zwar in der neuesten 2021er-Version. Und keine Sorge, natürlich funktionieren auch hier noch die 30%. Aber wie gesagt, ohne Gewähr, das kann in den nächsten Tagen mit Pech natürlich auch wieder auf 20% gestellt werden. Einfach den Code SKMOUNTY 10% ins Gutscheinfeld eingeben und zack, kostet so ein Office 2021 Pro nur noch 42,93 Euro. Und das ist schon fast geschenkt. Also schlag direkt zu und sichert euch den Rabatt und denkt dran, Windows 10 Pro könnt ihr problemlos auf Windows 11 upgraden oder ihr installiert direkt Windows 11 mit dem Windows 10 Pro Key, denn auch das funktioniert tadellos. Und nun wünsche ich euch mal wieder viel Spaß mit VIP SCD Key. Dass Intels ARC-Grafikkarten bald erscheinen, das hat wohl mittlerweile, glaube ich, sogar jeder Außerirdische mitbekommen. Kein Geheimnis mehr, auch ja, dass hier maximal die Oberklasse an Grafikkarten angegriffen wird. Also bis zur RTX 3070 Ti maximal. Denn genau hier winken halt Marktanteile. Aber wann geht es denn Richtung High-End bei Intel? Und das scheint schon mit der Nachfolgergeneration Battlemage geplant zu sein. Diese sollen nämlich schon die leistungsstärksten Karten der RTX 4000 und RX 7000 Reihe angreifen können. So zumindest laut den neuesten Infos von Moore's Law is Dead. Leider hat aber jetzt nicht viel mehr Infos dazu als das, aber bisher konnte man seinen Infos auf jeden Fall immer trauen. Und besonders in Sachen Intel ist er auf jeden Fall immer ziemlich gut informiert. Trotzdem gibt es noch weitere sehr interessante Informationen von ihm, zumindest von seiner dritten Quelle. Denn hier wird geschrieben, a tiled approach was mentioned. Womit zumindest die Möglichkeit besteht, dass auch Intel schon mit der nächsten Grafikchip-Generation Multi-Chiplet nutzen könnte. Da Nvidia sich hier laut Gerüchten zumindest erst noch so ein bisschen zurückhält, könnte das für Intel tatsächlich die Chance überhaupt sein. Problem ist aber zumindest in meinen wunderschönen blauen Augen, Intel hat aktuell kaum Erfahrung damit und benötigt sicherlich noch viel Forschungsarbeit. Ob das wirklich schon 2023 soweit sein könnte, darf auf jeden Fall bezweifelt werden. Spannend wird das Ganze aber so oder so werden. Es stehen auf jeden Fall spannende Grafikkartenzeiten bevor. Ja und keine Sorge, irgendwann werden natürlich auch die Preise wieder sinken. Und dann sind da noch ein paar sehr interessante Benchmarks zu Intels kleinsten CPUs der Alder Lake-Reihe aufgetaucht, nämlich den 12100, 12300 und 12400. Die ersten beiden sind 4-Kerner und der 12400er ist ein 6-Kerner, der wohl den 5600X von AMD angreifen könnte. Alle Hoffnungen liegen auf ihm, da er ja durchaus so um die 200 Euro kosten könnte, also deutlich weniger als das AMD-Modell, zumindest die F-Version davon. Und was sagen die Benchmarks von ChipHell? Eigentlich genau das Erwartete. Auch hier schlägt sich der 12400 ziemlich gut, besonders in Anwendung ist dieser spürbar schneller als der gezeigte 5600X. Ebenfalls im 3D-Mark Timespy wird der 5600X knapp geschlagen. Und ganz besonders sticht hier die Effizienz der Alder Lakes heraus. Denn AIDA bescheinigt der CPU nur knapp unter 80 Watt Stromverbrauch, während der 5600X mal eben 113 Watt aus der Dose zieht. Und das sind schon enorme Unterschiede. Aber es ist nicht alles blau, was glänzt. Denn in CSGO muss der 12400er dann doch kapitulieren und hat gegenüber dem 5600X absolut keine Chance. Sowohl in WQAD als auch in Full HD. Wobei aber CSGO natürlich ein ganz spezielles Pflaster ist. Der 12600K ist ja der eigentliche Konkurrent des 12600X und hat ihn auf jeden Fall fest im Griff. Also kommt es wie so oft mal wieder auf die Spiele an. Beeindruckend finde ich aber auf jeden Fall die Effizienz. Ja, lustig eigentlich dagegen, dass diese ausgerechnet bei den CPUs ohne Effizienzkenne zum Tragen kommt. Denn auch der 12100 und der 12300 schneiden ja auf jeden Fall richtig gut ab und haben in Sachen Performance die Konkurrenz auf jeden Fall voll im Griff. Wie üblich entscheidet am Ende aber natürlich der Preis. Der könnte auf jeden Fall ziemlich heiß werden. Wobei Intel eh leichtes Spiel haben sollte, denn so echte Konkurrenz bietet AMD dann ja irgendwie doch nicht im unteren Bereich. Was in China aktuell los ist, das entbehrt wirklich jeder Logik. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. China scheint den Kampf gegen Videospiele auf jeden Fall aufgenommen zu haben. Denn die Gesetze gegen das Videospielen, die werden auf jeden Fall immer restriktiver. Fortnite gesperrt und 3 Stunden pro Woche für Zocken für Kinder sind jetzt nur 2 Beispiele. Wobei ich das mit den Kindern auf jeden Fall noch am ehesten verstehen kann, würde in Deutschland vielleicht auch ganz gut passen. Aber hier sind natürlich auf jeden Fall noch die Eltern am Zuge und ehrlich gesagt, das ist auf jeden Fall auch gut so. Nun kam aber am 24. Dezember der nächste Schlag und der trifft nicht nur die Videospiele an sich, sondern die gesamte Branche ziemlich hart. Denn der normale Steam-Client mit Website und Shop, die sind von China von nun an gesperrt worden. Wobei es immerhin noch Steam China mit einigen ausgewählten Titeln gibt. Also solche Titel wie zum Beispiel CSGO und Dota 2 sind auf jeden Fall immer noch spielbar.
aber die Mehrzahl halt nicht. Und gerade mal um die 100 Titel sind auf Steam China verfügbar. Das ist ein echt harter Schlag für die Branche und die chinesischen Videospieler, die halt einen riesigen Anteil der Weltbevölkerung ausmachen. Ja, und wieso das Ganze jetzt genau geschehen ist, ist auf jeden Fall noch unklar, denn es muss hier jetzt gar nicht unbedingt die chinesische Regierung dahinter stehen. Es könnte auch einfach nur ein DNS-Angriff sein. Ich tippe hier aber auf jeden Fall schon auf die Regierung, denn Steam China gibt es ja nicht umsonst. Nachdem das erschienen ist, war es doch eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Steam Global natürlich gestrichen wird. Aber mit so wenigen Titeln wie aktuell ist das natürlich jetzt kein echter Ersatz. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass hier vielleicht entsprechende VPNs oder einige andere Sachen helfen können. Keine Ahnung, wie weit sowas in China überhaupt unterbunden werden kann, beziehungsweise ob es überhaupt möglich ist, von China aus die Spiele eigentlich zu bezahlen. Ich bin jedenfalls ziemlich froh, in so einem tollen Land wie Deutschland zu leben. Ja, wobei ich hier Videospiele, wie zum Beispiel dieses hier, ja auch einen ziemlich schweren Stand hatten. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und wisst ihr was? Heute gibt es Geschenke. Ja, auch wenn Weihnachten natürlich schon vorbei ist, heute mache ich was, was ich normal nie mache. Jemand kommt nämlich in den Kommentar des Tages, weil der rumgejammert hat. Ich verfolge deine News seit 2018 und auch wenn du mich bisher nie erwähnt hast in deinen Twitch-Streams, als ich das erste Mal dort einen Kommentar gelassen habe, sowie später auch und hauptsächlich nur die bekannten Follower erwähnt hast, wünsche ich dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg für das neue Jahr. Hau rein! So, Tobi, damit bist du jetzt hoffentlich zufrieden. Aber jetzt mal ganz im Ernst, auf Twitch findet eigentlich wirklich jeder Gehör bei mir. Wenn du mich regelmäßig dort verfolgst, solltest du das auf jeden Fall wissen. Ob Abonnent oder nicht. Ganz besonders die ersten Nachrichten von meinen neuen Followern, die werden auf jeden Fall immer vorgelesen. Und auch wirklich jeden kann ich natürlich jetzt nicht eingehen. Es sind nun mal immer in meinen Streams mehrere hundert Zuschauer. Da fällt natürlich auch mal der ein oder andere so ein bisschen unterm Tisch. Sorry auf jeden Fall dafür, aber nun bist du doch, glaube ich, zufrieden. Und auch dir wünsche ich auf jeden Fall alles Gute für das neue Jahr. Apropos Twitch, diese Woche gibt es übrigens keinen Stream auf Twitch von mir. Erst ab dem 4. Januar geht es weiter und dann auch gleich mit den Keynotes von AMD und Nvidia zu CES. Also auf jeden Fall vormerken und mir auf Twitch vielleicht schon mal folgen. Und im letzten Video sprach ich ja über einen neuen und weiteren Grafikkartenhersteller neben Nvidia und AMD und natürlich jetzt auch Intel. Nämlich Innos Silicon mit seinen Fantasy One Grafikkarten. Sehr spannend das alles, auch wenn jetzt noch gar nicht sicher ist, ob wir diese überhaupt jemals kaufen werden können. Trotzdem wollte ich von euch in der Umfrage mal Folgendes wissen. Interessieren dich Grafikkarten wie die Fantasy One eigentlich? Ich habe hier klar mit viel mehr Ablehnung gerechnet. Na, das freut mich doch, dass das doch eher gerne gesehen wird. 16% interessiert das Thema sogar brennend und 24% interessiert es halt wenig. Die Neutralen mit 23% gucken immerhin aber auch zu, sodass nur knapp mehr als ein Drittel jetzt nicht so Fans davon sind. 26% nein, nicht so und 12% mögen solche News überhaupt gar nicht. Aber das sind für mich aktuell sogar die spannendsten News überhaupt. Schon allein, weil solche Grafiker natürlich durch die Chipkrise helfen können. Tja, so viel zum heutigen Video. Geplant ist übermorgen übrigens das nächste Video, aber auch nur, wenn es natürlich entsprechende News gibt. Wenn nicht, tja, dann sehen wir uns nämlich erst nächstes Jahr in alter Frische wieder. Also daher an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr für euch. Ja, und wenn noch nicht geschehen, nehmt euch für das nächste Jahr doch einfach mal vor, diesen wunderbaren Kanal hier zu abonnieren. Denn es gucken immer noch viel zu viel ohne Abo zu. Also, gebt euch doch einfach einen Ruck. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.